Hi, möchtest du Schweizerdeutsch lernen mit einer App? Mein Sohn hat eine super App entwickelt zu unserem Schweizerdeutschkurs am Montagabend und ich möchte euch ein bisschen da zeigen, wie die App funktioniert, wie du die App kannst brauchen und was es dort hat. Also, wenn ihr auf swissgermanonline.com geht, kannst du klicken auf Learn Swiss German App. Und dann wird die Applikation vorgestellt und du kannst schauen, was das ist. Die Applikation, du kannst es lesen. Und da hast du den Link, wo du die App herunterladen kannst. Oder du kannst eine Open Web App machen. Zu meiner Applikation gehen. Da ist die Applikation. Ihr seht die Filme, die Themen, die Lektionen, die wir hatten, die könnt ihr da sehen. Da könnt ihr auf die klicken, die euch interessieren. Wir haben schon viel Auswahl. Du kannst da einen Überblick haben über die zwei Kurse, die es da gibt. Das eine ist VIP, also das ist der Montagabend-Kurs mit allen Materialien. Und das andere ist Basic. Basic ist nur das kleine Filmchen, das es am Anfang hat vom Montagabend-Kurs. Also nur das ganz kurzes Filmchen. Ich zeige es euch vielleicht da, wenn ihr auf die Lektion drückt. Das erste Filmchen, das es da hat, das ist der Wortschatz. Jetzt da in diesem Fall ist es der Wortschatz. Etwa, ja, nicht so viel. Es ist übersichtlich, ganz wenig, Schritt für Schritt, wo du jedes Mal etwas Neues kannst lernen. Und das, was nächstes kommt, das ist der Dialog von unserem Kurs, den wir gestern hatten, von unserem letzten Kurs. Da ist die Lektion am Montagabend. Und da siehst du Bilder und den Text und du kannst Audio hören. Du kannst Audio hören und dann immer wieder runtergehen. Das sind immer vier Teile bei diesem Text. Ja. Dann haben wir Fragen, die wir zusammen im Zoom-Treffen auch besprechen. Im Zoom-Treffen lesen wir auch den Text noch einmal. Und da hat es noch Real Life Swiss German, so Sätze, die dir nützlich sein im Alltag. Ja. Und dann am Schluss von der Lektion, wenn du nicht hast können, dabei sein am Montagabend, dann kannst du da nein, ist die ganze Lektion schauen. Das ist 30 Minuten von unserem Livestream, wo wir da wieder publizieren. Genau. Okay. So, und jetzt kann ich wieder zuhören. Hallo zusammen. Und wenn du möchtest an der Lektion teilnehmen, es ist Montagabend, sagen wir 5 vor 8, du kannst auf die Homepage gehen und dann gehst du auf Live Lessons. Live Lessons. Und da am Montag am Abend am 8. startet da der Livestream. Also da startet am 20. Juni am 8. am Abend ist der nächste Livestream. Bis dann läuft da nichts. Aber dann fährt der Livestream an und du kannst da deinen Namen hineinschreiben. Ja, zum Beispiel, ich würde schreiben Katrin. Und dann kannst du im Chat nachher teilnehmen. Du kannst schreiben, zum Beispiel Hallo zusammen. Hallo zusammen. Das könnt ihr im Chat dort drin schreiben. Und das sehe ich dann während dem Live. Und dann kann ich darauf antworten, auf eure Frage, auf euren Kommentar oder auf eure Antworten kann ich reagieren. Und dann nach dem Live gibt es Zoom-Treffen und das ist ganz einfach für die, die am Zoom-Treffen teilnehmen und mit uns reden, den Dialog noch einmal durchlesen, die können da auf das Speaking, auf den Speaking-Button, auf den Knopf drücken und dann muss man natürlich Zoom erlauben, die Kamera und das Video zu brauchen. Jetzt muss ich das ein bisschen aufnehmen. Und jetzt bin ich im Zoom-Treffen. Aber natürlich, es ist jetzt nicht die Zeit, wo Zoom-Treffen ist. Also ich bin ganz allein da.
Am Montagabend um 8:30 kommen da alle Leute zusammen, die gerne Schweizerdeutsch üben würden. Und dann kannst du Join drücken und dann bist du dabei. Ja. Wenn du nachher im Chat noch etwas schreiben willst, im Zoom vielleicht einen Text kopieren oder so, dann kannst du da im Chat schreiben. Oder wenn du kein Mikrofon hast oder so, etwas nicht geht und du möchtest etwas mitteilen, kannst du da im Chat etwas schreiben. Und jetzt da sind wir wieder zurück bei dieser Lektion vom Montag. Was ich noch zeigen wollte, ist Learn. Das sind so Karteikarten. Früher hat man das auf Kärtchen geschrieben und hat so versucht, den Wortschatz zu lernen. Da haben wir Wortschatz auf Schweizerdeutsch. Wenn ihr einmal drauf klickt, dann dreht sich das Kärtchen. Und wenn ihr es auf ein Pfeil drückt, dann nachher geht es weiter. Morgen wird sehr heiß. Wie ist das auf Englisch? Ah, genau. It's going to be very hot tomorrow. Hast du das richtig gehabt? Okay, und so kannst du weitermachen und dann gibt es die nächsten Wörter. Und da kannst du alle Wörter und Sätze lernen, die während der Lektion sind vorkommen. Also, sonnig. Genau, sunny. Das ist einfach. Gehen wir weiter. Heute ist es zu heiß. So kannst du da eben Wortschatz lernen von dieser Lektion. Und ich glaube, das war der ganze Rundgang zu dieser Applikation. Jede Woche gibt es ein neues Geschichtli, eine neue Lektion. Und da kannst du im Live-Lessons dazugehen. Oder du, ich gehe jetzt ins Setting, Cancel Subscription machen, wenn du einmal gesagt merkst, oh, das ist jetzt zu einfach für mich, ich kann alles, ich brauche das nicht mehr, dann kannst du ganz einfach auf Cancel Subscription gehen, aber ich will jetzt nicht canceln. Ich tue canceln. Das ist unsere Applikation. Ich hoffe, du kommst raus, du siehst, was wir da haben. Gut. Viel Spass mit dem Schweizerdeutsch, viel Spass mit unserem Montagabend-Kurs. Wenn du das möchtest ausprobieren, dann kannst du dich 30 Tage lang gratis einschreiben oder du kannst dich gratis einschreiben. Da beim VIP-Kurs kannst du gehen auf Subscribe und dort kannst du dich einschreiben und dann hast du 30 Tage lang gratis testen. Also, ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht auf mehr Schweizerdeutsch. Kommt, schaut es an. Sagt selber, ob das gut ist für euch. Oder ihr könnt uns auch ein Feedback schreiben, wenn ihr Inspirationen hättet, dafür, was man noch könnte verbessern könnte oder was ihr für andere Ideen habt dafür. Oder zu dieser Applikation. Merci vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Bis bald einisch. Tschüss. Hi. Das ist ein Tutorial für unseren